Moin, moin. Freue mich aufs Üben. Sonniger Tag, blauer Himmel, 14 Grad gemeldet. Wow. So. Ich habe eine kleine exotische Serie gestartet diese Woche. Fan Huanggong oder Ba Fan Huanggong, achtfache Wiederkehr. Ist eigentlich eine ziemlich lange Sequenz. Wir teilen die schön auf in kleine Häppchen, sodass jeder, auch der totale Anfänger, mitkommt und seinen Spaß hat. Im Prinzip ist gutes Qigong Heben, Senken und in bestimmte Formen gefasst, umfasst es halt dann noch bestimmte Meridianöffnungen, Organunterstützung und so weiter und so weiter. Ja? Und die Ba Fan Huan Gong sind im Prinzip 2000 Jahre alte Qigong-Formen. Die wurden in China sehr geheim gehalten und sind erst sehr zögerlich oder eigentlich mit Professor Zong nach Deutschland gekommen. Das ist heute mal die fünfte. Gestern gab es 1, 2, 3, 4 und es gab schon vorher gemütliche Clips mit nur 1, mit nur 2. 3, 4 war ja auch schon dabei. Also heute mal die Nummer 5, Ba Fan Huan Gong. Zuerst die Welle, V-Stand, Scheitel hängt in den Wolken, die wichtigste aller Übungen, die Meisterübung. Masterclass. Wer irgendeinen äußeren Schnickschnack als Meisterübung bezeichnet, läuft an der Essenz vorbei. Die Essenz ist sinken, steigen, up and down. Wer das nicht hat, kommt nicht an den Skifluss, zumindest nicht an die Intensität, die man erreicht durch up and down. Also, Scheitel hängt in den Wolken, goldener Faden zupft hoch. Die Gegenwart erschließt sich als neugieriges Hineinschauen in den Körper. Durchspüren vom Scheitel zum Beckenboden, einen Lichtkanal verlegen. Dieser Lichtkanal verlängert sich zwischen die Vorderfüße, Yangchen, und damit ist klar, 2/3 Gewicht vorne, 1/3 Gewicht bleibt für die Fersen. 2/3 innen, 1/3 bleibt für außen, also der große Ballen hat die Hauptbelastung. So, dann wandern wir langsam entlang dieser verlegten Leitung dieses Lichtkanals durch den Körper runter. Scheitel, Schädeldach anschauen, von innen nach außen, unten nach oben. Dann von vorn nach hinten und hinten nach vorn mal durch die obere Schädelregion schauen. Durch eine Stirn, durch den Hinterkopf, durch rechts und links Schläfe, Ohren schauen, durch den Nasenrücken, Wangen, Jochbeine, Augen, Augenhöhlen, Augäpfel. Der Körper, der Kopf wird ein leerer Wohlfühlraum, transparent, durchsichtig, erschließt sich als oberes Dantian. Und das obere Dantian wird geöffnet, so wie man von Chakren öffnen spricht. Wenn da die Präsenz drin ist, gehen die ganzen Energien auf, die wir zur Verfügung stehen. Zunge liegt am oberen Gaumen hinter Schneidezähnen. Elsterbrücke geschlossen, Dumai, Renmai verbunden. Renmai dient vorne zum Ableiten nach unten, Dumai hinten zum Hochleiten nach oben. Kiefer entspannt, Aufmerksamkeit in die Halsregion, vorne Kehlkopf, hinten Halswirbelsäule. Man würde jetzt vom Öffnen des Kehlchakras sprechen, im Yoga zum Beispiel. Im Meridian-System heißt hier ein wichtiger Punkt Tian Tu, oberhalb des Brustbeins, Ende Hals. Reise geht in den Brustkorb, Schultergürtel leer, Schulterblätter, Schlüsselbeingegend, Achseln. Die Arme nicht an den Oberkörper ranbringen, ein bisschen Platz lassen, Schultern locker, Oberarme leer, Ellenbogen, Unterarme leer. Handgelenke, leeres Oval, dass man sich hineinstellen kann und ringsum schauen kann. Ein leerer Zuhause-Raum, ein Wohlfühlraum, heilendes, schützendes, nährendes inneres Lächeln, der Herz
Shen, Geist, fließt weiter in die Hände, Handflächen, Handrücken, in die Finger, Daumenzeige, Mittelring, Klein. Der Herz-Shen-Geist wandert nochmal durch den Brustkorb. Wir gehen zurück zum Übergang Schulterbereich Brust. Shanzong heißt es. Herzchakra vorne auf dem Brustbein als Meridianpunkt. Im Rücken ist es Lingtai. Dann geht es durch den leeren Wohlfühl-Brustkorb, durch das mittlere Dantian, das jetzt geöffnet ist und als Wohlfühlraum zur Verfügung steht, hin zum Solarplexus. Der nächste Wohlfühlraum erschließt sich, Zhongwan, Oberbauch. Und dann kommt Becken, Dantian, Nabelchakra, Qi Hai, Ren Mai Nr. 6, das Meer des Qis. Und im Beckenbereich geht jetzt eine Wohlfühlbeckenschale auf. Das Qi, die Aufmerksamkeit, der Herz-Shen-Geist kann heilend, schützend in diese Beckenschale fließen und den Raum ausfüllen zwischen Schambein und Kreuzbein, zwischen Trochanter rechts-links, zwischen Beckenschaufel rechts-links. Wichtig hier, Höhe Schambein, die Leisten rechts und links locker. Aufmerksamkeit weiter durch die leeren Oberschenkel in die leeren Knie, die heilsam mit Vertrauen ausgefüllt werden. Dieses ganze Spiel des leeren Raums ist ein Spiel des Vertrauens in die eigene Kraft, in Heilung, Schutz und positiven Erfolg. Unterschenkel leerer Raum, Knöchel leer. Füße leer zwischen Sohle spannen. Die Füße sind eine Art aufblasbarer Luftballon, jeder Fuß rechts, links. Zehen leer, Yönchen, sprudelnde Quelle, Hinterkleinste, große Ballen geht auf. Verwurzelt, der Blick geht jetzt bis in den Mittelpunkt der Erde und wir haben soeben das Qi des Himmels geschluckt. Das war ein langsames Schlucken und den Schluck verfolgen vom Scheitel in die Füße. Übersetzt in die moderne Sprache heißt es, wir haben den Körper gescannt, Scheitel bis Sohle. In den Füßen dürfen wir jetzt die äußere Körperbewegung starten. Das heißt zum Beispiel, gibt es nur zwei Möglichkeiten, sinken, steigen, öffnen, schließen noch. Sinken, von den Füßen her im Mittelpunkt der Erde einen kleinen Schalter betätigen, der das Sinken aktiviert und jetzt will der Körper in den Mittelpunkt der Erde sinken. Dazu lassen alle zuerst mal alle Gelenke, später alle Zellen, später alle Atome los. Also Füße, Knöchel, Knie in eine leichte Beuge, Leisten locker, Trochanter und Hüfte damit nach hinten, damit sind jetzt die Hüftgelenke auch gemeint, und das Steißbein nach vorne, damit streckt die Kreuzbein- und Lendenwirbelsäulenverbindung und es geht weiter durch die Wirbelsäule zu Beihui, zum Scheitel, zum goldenen Faden und das Spüren fließt natürlich bis in die Fingerspitzen. Das war ein Sinken. In aller Gemütsruhe schlucken wir das Qi des Himmels, fahren den Körperscan vom Scheitel in die Füße. Durchleuchten und im Mittelpunkt der Erde ein kleines Knöpfchen drücken, dass das Qi wieder hochkommt. Also, die Füße dehnen sich aus, die Knöchel, die Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel, das Becken, die Wirbelsäule, der Hals, der Scheitel, Schulter und Hände auch mit Qi versorgt. So, das war Kraft der Erde geborgt, um die Aufrichtung zu aktivieren, um sich heben zu lassen. Qi schlucken, sinken, von unten her starten. Qi vom Scheitel her schlucken, aber von unten nach oben starten, heben. Qi schlucken, von unten her sinken, starten, sinken. Und das Ausatmen hängt sich spielerisch, aber höchst bewusst mit dran. Und an das Einatmen oder hängt sich, oder umgekehrt, an das Aufrichten hängt sich das Einatmen. So, Shen-Geist lenkt Aufmerksamkeit, Atem und Qi folgen. Okay, wir spielen ein bisschen mit einer uralten, wunderschönen Form, die wir zuerst ein bisschen splitting, also zerlegen in harmonische Übungsreihen, damit wir das Gesamtbild später
besser zusammensetzen können. Wir nehmen uns einen Chibal vor Dantian, mit dem Einsammeln vielleicht, so, und gehen in die Pipa spielen, in eine Querflöte spielen. Heben. Ja, nochmal. Wir spielen die Querflöte. Wer zu Hause übt, darf es ruhig spiegeln oder es jetzt auch mit rechts hochgehen. So, die Bilder wechseln spielerisch. Wir müssen jetzt mit viel Fantasie reingehen, weil jetzt kommt schon nach diesem Flötenkonzert das Bartstreichen. Die linke Hand übernimmt den Bart hier und streicht ihn mal ein bisschen. Und die rechte will schon auf die linke Wangenseite rüber und streicht auch den Bart. Verbinden wir diese drei Bewegungen. Heben, die Querflöte spielen. Flötenkonzert zu Ende, Bart streichen. So alte chinesische Weise haben diesen langen Bart, also mal den Bart streichen. Damit kann man das Qi diagonal durch den Rumpf ziehen. Während die Hand runterkommt, kann die andere Hand schon auf die andere Seite rüber. Das geht fließend ineinander über und ist nicht ganz so abgehackt hintereinander gereiht. So, was von rechts geht, geht auch von links. Wir spielen mal das Flötenkonzert andersherum. Heben, senken. Jetzt kann man, wenn man die Bewegung nach dem zweiten, dritten wiederholen schon verstanden hat, in seinen Qi-Fluss reingehen, ins Up and Down und muss nicht so sehr vom Kopf her mitdenken. Heben, also ein. Bart streichen aus und der Bart hat hier noch eine andere Seite zum Streichen. Das Qi jetzt langsam mit der Bewegung durch den Körper führen. Die Fantasiebilder sind im Prinzip nur die alten Videos. Ja, man hat sich einfach mit solchen Bildern den Ablauf der Form gemerkt. Pipa spielen, also fertig. Ja, heutzutage haben wir unsere Kameras und brauchen können da drauf schauen. Früher hat man diese Bildersprache gebraucht, um sich die Form einzuprägen. Heben, Pipa, Querflöte, Bart, Bart. Es geht natürlich um die Bewegung, des Qi-Führen mit der Bewegung. Einmal rechts, einmal links. Jahre alte Heilkunst, Pflege der Gesundheit. So, nochmal von rechts und jetzt lüftet sich gleich noch ein Geheimnis. Erstmal das Bart streichen nach der Querflöte und jetzt kommt raus, dass der alte Weise auch noch ein König ist. Jetzt setzt der sich mal die Krone auf. Der greift ein bisschen unter die Krone, hebt sie schön hoch, schaut sie sich dabei mal an und dann wird die aufgesetzt. Und weil unten drunter immer noch der Bart ist, wird er natürlich schön genussvoll geglättet mit den Tigermäulern. Also nochmal, die Hände etwas unter die Krone. Heben. Heben ist natürlich mal ein. Krone aufsetzen und den Bart streichen mit den Tigermäulern. Sinken aus. Okay, verbinden. Anderen Seite. Und
damit haben wir die Essenzbewegungen der Ba Fan Huan Gong Nr. 5. Also Bilder, Abfolge. Hier, wenn es losgeht, geht es los mit Querflöte spielen, Konzertchen, dann Bart streichen, zufrieden das Konzert abschließen. Dann Krone recht rücken, sich erinnern, dass man eigentlich ein König ist oder eine Königin natürlich. Und den Bart ausstreichen geht auch. Von der anderen Seite für die Linkshänder, die Flöte spielen. Krone. Tigermäuler so ein bisschen am Ohr vorbei, den Bart übernehmen hinter den Wangen. Das Qi schön runterlegen. Das sind einfach tolle Bilder, die das Qi wunderbar durch den Körper führen. Man darf nicht an den äußeren Bildern hängen bleiben, man muss in den Körper hineinwechseln. So, da gibt es jetzt noch ein bisschen Schrittarbeit dazu und dann haben wir das Ganze schon. Also, los geht's mit Spaß, die Pipa aufbauen und den Schritt ein bisschen raussetzen auf Schulterbreit und jetzt den rechten Fuß weit eindrehen. Wir müssen jetzt uns mal 180 Grad rechts, links drehen. So, und jetzt stehen wir in die 45 und streichen dabei den Bart. Der linke Fuß ist leer geworden, wir streichen nochmal den Bart. Jetzt bleiben wir in diese 45 und setzen uns die Krone auf hier. Der Fuß hilft, wenn die Krone mal schwer ist. Jetzt wechseln wir auf die 90, auf die Wand zu. Setzen die Krone auf, gehen mit dem Gewicht in die Mitte, streichen den Bart, heben dann noch einmal die Arme in eine Art Wecke des Qi, gehen zurück in die Querflöte. Drehen den Fuß links weit ein, streichen den Bart, drehen gemütlich weiter und streichen den Bart von der anderen Seite. Stehen auf 45, greifen unter die Krone, heben die Krone, drehen jetzt auf die 90. Wenn der Fuß runtergeht, setzen wir uns die Krone schon auf und mit dem Gewicht rübernehmen können wir schon den Bart streichen. Den Fuß nicht ganz so weit drehen, V-Stand,
Schluss heißt die Bewegung in den alten Schriften die Kappe richten, was aber im Prinzip der Krone klarkommt, gleichkommt, heben seitlich. Mütze richten, Bart streichen. Und schon haben wir uns ein bisschen durch die Fanhuangong, Ba Fanhuan 8 Fanhuangongs, und zwar durch die Nummer 5 gespielt. Schulterbreit parallel, Außenkanten parallel. Den Qi-Ball halten. Wer jetzt ein bisschen gefordert war mit zu viel Mitdenken oder aufpassen müssen, der geht jetzt einfach in die Ruhe, Präsenz der Gegenwart, einheben, einsenken. Wenn es in so einem Spruch heißt, ich vertraue auf das Leben, dann macht der Kopf daraus sofort eine Zeitschiene und irgendwelche Bilder, Fotoalben gehen auf. Wer hier schlau ist, und das muss man sein, der sagt sich, Leben heißt einmal rauf und runter, einmal heben, senken, einmal einatmen, einmal ausatmen. Punkt. Also, ich vertraue auf die Gegenwart. Da ist alle Kraft drin, aller Schutz drin, alle Heilung drin. Wenn man längere Zeit entspannt stehen will, ist ganz wichtig, dass im Qi-Fluss, bevor die Aufmerksamkeit in die Finger fließt, alles in den Füßen gestartet wird und durch lockere, sinkende, weich werdende Schultern die Hände verbunden werden und nicht die Verbindung der Hände von vorne anfangen, über die Finger, Verbindung zum Körper. Mantra für lockere Arme, Fuß, Knöchel, Knie. Leisten, Becken, Steißbein, Kreuzbein, Wirbelsäule, lockere Schultern, lockere Ellenbogen, Hände, Scheitel. Und schon wieder und schon wieder. Wir teilen die große Stille, die Präsenz, dieses Nichtdenken in dieser Stille. Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. Zeit bleibt stehen, es gibt kein Denken, also auch keine Zeit. Also auch kein Ego. Wu Wei. Shunyata, Leerheit. Selbst die eigene Sprache ist abgebildet auf einer leeren weißen Leinwand in einem Raum der Stille. Und der Raum der Stille hinter der Sprache ist wichtiger als die Sprache an sich. Die Sprache dient dazu, den leeren Raum zu hören, die Stille zu hören. Also die Klangschalen entfalten sich in der Stille. In
Stille des Herzens. Hände sinken zum Unterbauch. Wir schließen mit drei großen Kreisen. Genießen das Zuhausesein in der Stille, bewahren die Stille hinter der Geräuschkulisse, bewahren die Formlosigkeit hinter der Form. Und dazu gehört immer eine unendliche Freude zu dieser Bewusstheit. So, mit rechts hüpfen wir übermütig in diesen Sonnentag hinein und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Es gibt wieder einfache Übungen geben, die Ba Fan Huan Nummer 5 ist definitiv eine der koordinativ aufwendigsten. Trotzdem Spaß haben, fleißig üben. Morgen wird es abgeprüft. Spaß beiseite. So, bis morgen.